Man könnte sagen, die Vorstellung eines Rhizoms, eines Netzwerks ohne Anfang, ohne Ende, ohne Ziel und Zweck, entspricht der modernen elektromagnetischen Weltvorstellung. Als Allegorie des Internets, als eines dezentralisierten Netzwerks, deren Bedeutung liegt nicht in den Personen, in den Institutionen, in den Knoten liegt, sondern in einem dezentralisierten, ebenfalls ohne Sinn und Verstand fungierenden Netzwerkes, ohne Anfang und Ende. Und führt dann eben zu dieser Vorstellung des Rhizoms mit seinen Produktionsverhältnissen der heutigen Zeit. Ich habe mich letzthin für Bass erstaunt, dass Bekannte ohne jeglichen Widerspruch anerkannt haben, eine Art radikalen Darwinismus, dass das Leben offenbar, das Sein, das Reale offenbar darauf hinaus will, keine individuellen Daten zu bewahren, sondern auf jene Neuformatierungen, auf jene Epigenetik der Neuschaffung von skurrileren, sensationelleren Neukörpern hinaus will, als eine akzentuierte Evolution sozusagen. Dies entspricht dieser Vorstellung der Produktionsverhältnisse eines apersonalen, unindividuellen Netzwerkes, das dann Produktionsergebnisse über individuelle Art erschafft, so wie das bereits der Schleimpilz des Blobs vollzieht. Das ist eben genauso trügerisch, wie Sohn Rethel meint, und entspricht dem heutigen Produktionsverhältnissen, das nun als anerkanntes Weltenziel zu erkennen, ein radikaler Sozialdarwinismus sozusagen.